Bonjour und herzlich willkommen in Minuscucina. Wenn ihr sehen wollt, wie das Fail hier passiert ist, dann bleibt doch einfach dran. Moin, buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video von David vom Benox Barbecue gesehen. Der hat da eine Methode gemacht, Pulled Pork. Diese Methode hat er selber aus einem Video von einem Amerikaner. Da haben die Schweineschulter genommen, zu einer Kerntemperatur von 82 Grad auf dem Smoker gepackt. Ja, danach noch 1,5 Stunden quasi gedämpft. Und dann war das Ding fertig. Die haben danach gegessen. Und Steffi war auch dabei. Und die waren so begeistert. Und oh, lecker. Da habe ich gesagt, boah, das musst du unbedingt mal nachmachen. Weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das was geworden ist. Ne? Ich glaube denen das, wenn die das sagen. Aber vorstellen kann ich es mir nicht. Deswegen machen wir das heute nach. Kommen wir mal direkt zu den Zutaten. Das sind wirklich nicht viele. Wir haben hier richtig geile Schweineschulter. Ja. Vom Metzger meines Vertrauens. Ohne Knochen. Dann haben wir hier Marinade. Habe ich mich heute für entschieden. Für Magic Dust. Gemahlenen bunten Pfeffer und eine Pulled Pork Marinade, die habe ich irgendwo mal mitgenommen, alles zusammengemischt. Hier haben wir richtig schöne Schweineschmalz, das brauchen wir nachher für die Dämpfphase oder für die Garphase. Ich würde sagen, ich ziehe mir Handschuhe an, kommt dran, wir fangen an. Ja, wir nehmen uns hier unsere Stücke, das Fett lassen wir natürlich schön dran, das ist wichtig. Ja? Nehmen uns unsere Marinade und geben die einfach schön drüber. Der David, der hat 4 Stunden gebraucht, um auf eine Kerntemperatur von 82 Grad zu kommen. Der Amerikaner in seinem Video, das habe ich mir auch angeguckt, der hat 7 Stunden gebraucht. Also ich bin mal gespannt, wie lange wir heute hier brauchen werden. Ja. Und die waren wirklich begeistert. Also das hat man denen richtig angemerkt, wo die das gegessen haben. Ne? Also die waren da total begeistert von. Ich bin wirklich gespannt, ob das was wird und ob ich hinterher auch so begeistert sein werde. Und ihr hoffentlich auch. Ne? Ne, schaut, dass ihr überall am Fleisch was dran habt. Ne, die Stücke, die sind jetzt so 750 bis 800 Gramm schwer. Also ich versuche so getreu wie möglich nachzumachen. Ne? Damit ich bloß nichts falsch mache. Fertig. Der Smoker ist vorgeheizt. Der heizt gerade hoch. Den heizen wir gleich wieder auf 150 Grad runter. Die Teile gehen jetzt drauf. Thermometer rein. Und dann hoffen wir, dass wir uns in 4 Stunden wiedersehen. Ja, Leute, 4 Stunden und 23 Minuten später. Hier ist einiges passiert in diesen 4,5 Stunden. Mein Smoker hat einen Geist aufgegeben. Ja, der hatte plötzlich eine Temperatur von über 300 Grad, hat sich nicht mehr reguliert. Ich weiß nicht, wie lange es war. Wie ich gucken gegangen bin, hatten meine beiden Stücke, das eine Stück 85 Grad, das andere Stück war auf 82, 83 Grad ungefähr. Den ganzen Rotz erstmal runtergefahren, wieder abkühlen lassen. Dann habe ich sie in den Gasgrill reingetan, bei gleicher Temperatur 150 Grad. Jetzt haben sie gerade beide Stücke, das eine 68, wartet eben, dass es umspringt, das andere 69 Grad. Ich habe aber A, keine Zeit mehr und B, keine Lust mehr zu warten. Ich nehme die Dinger jetzt runter, packe sie in die Konsensform, packe sie ein, gebe da Schmalz bei, zu damit, dann nochmal 1,5 Stunden auf den Gasgrill, weil der Smoker ist ja im Arsch gerade. Und dann hoffen wir und schauen wir mal, ob es was geworden ist. Ihr bleibt da, ich hole das Fleisch aus dem Grill. So, Freunde, schaut mal hier, ne? Das Fleisch ist da. Schön, sieht eigentlich ganz gut aus, ist auch ziemlich weich. Ne? Wir nehmen uns jetzt unsere Schmalz, verteilen es hier rundherum. Hier noch ein Stück. Geben jetzt. Ich nehme natürlich wie immer ein Stück Backpapier, weil ich nicht möchte, dass das Fleisch mit der Alufolie in Berührung kommt. Wir geben jetzt Alufolie drüber und packen das richtig schön luftdicht ein.
Ihr hört vielleicht, der Smoker hinter mir, der ist am Dudeln, am Machen. Ich weiß nicht, was damit ist. Muss ich mir mal die Tage angucken. Er hat jetzt fast die 2 Jahre rum. Garantie ist wahrscheinlich auch abgelaufen. Läuft bei mir. So, Freunde, das Paket ist verschlossen. Das hier geht jetzt für die nächsten 1,5 Stunden wieder auf den Gasgrill, weil, wie gesagt, mein Smoker den Geist aufgegeben hat. Wir lassen es mal drauf. Wir sehen uns in 1,5 Stunden wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, 1,5 Stunden später, ja, wir holen das Fleisch jetzt raus, stellen es hier hin und geben den ganzen mal Viertelstunde, 20 Minuten, einfach mal ein bisschen ruhen lassen und dann schauen wir mal, ob es wirklich was geworden ist. Ich glaube nicht, ja, aber wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, hier ist es drin. Wir haben nicht drunter geguckt. Ich glaube nicht, dass es was geworden ist, weil ich nicht genau sagen kann, wie die Temperatur im Smoker, wie lange, wann, wo war, ne? Weil ich eine Zeit lang nicht geguckt habe. Aber wir sehen uns so in 15, 20 Minuten wieder und dann schauen wir da runter. Bis gleich. So, Leute, Viertelstunde später. Wir gucken mal drunter. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es da drunter aussieht. Da sind die beiden guten Stücke. Wie ihr seht, der Schmalz ist schön verlaufen, geschmolzen. Ich nehme mir jetzt ein Stück und versuche es mal zu pullen. Und ich merke sofort, es geht nicht. Ja, seht ihr hier? Das Fleisch ist noch innen viel zu fest. Ja, das ist nichts geworden, meine Damen und Herren. Ich versuche das andere Stück. Keine Chance. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir packen es nochmal in Folie, hauen es nochmal auf den Grill. Möglichkeit Nummer 2, wir schneiden uns das Tranche runter und essen die einfach so. Ich bin für Möglichkeit Nummer 2, weil ich keine Zeit mehr habe. Ist einfach so. Man muss auch manchmal Fails zugeben können. Ich kann das, ja. Ich vermute mal wirklich, dass da mit dem Smoker irgendwas nicht ganz intakt war. Ich war ja zwischendurch auch nochmal weg und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es so, das hier werde ich definitiv nochmal probieren, weil ich es bei Steffi und bei David gesehen habe. Es hat geklappt und die waren total begeistert davon. Ich habe es auch bei denen unten in den Kommentaren gelesen, dass ganz viele geschrieben haben, wir haben es nachgemacht, wunderbar, hat wunderbar geklappt. Ne? Das hier war scheiße, ist einfach so. Ne? Trotzdem wird es hier nicht weggeschmissen. Das Fleisch wird verarbeitet, das wird gegessen. Ne? Ich überlege mir gleich mal, was wir damit machen. Ne? Ja, was bleibt mir anderes zu sagen? Ich bin gerade total genervt, das merkt man mir mit Sicherheit an. Ne? Hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier oben lasse ich euch mein Pulled Pork da. Das hier ziehen wir uns jetzt rein. Hinter der Kamera und drin warten die Jungen Mäuler. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.